Ihr wollt wissen, was wir in der Vorbereitung für die Schule für einen Ranzen mit Zubehör gekauft haben, dann ist das genau das richtige Video für euch. Hallo zu einem neuen Video. Wir waren heute Ranzen shoppen und Zubehör und das stelle ich euch heute vor. Vorab muss ich sagen, unsere Tochter geht in eine Schule, in der sie den Ranzen die ganze Woche in der Schule lässt, also Montag hin, Freitag wieder heim und ansonsten mit einem Rucksack unterwegs sein wird. Deswegen haben wir hier auch ein bisschen anders eingekauft, aber ich zeige euch jetzt alles nach und nach. Fangen wir als erstes mit dem Rucksack an. Das ist der von Aerobag. Hier haben wir uns für dieses Motiv entschieden. Das nennt sich Nachtschwärmbär, dieses Motiv. Und da sind halt Pferdeklettfiguren drauf oder Bilder drauf. Der kam 45 Euro, hatte ich den jetzt hier gekauft. So gehen diese Klett ab. Also die halten wirklich recht gut, gehen auch schwer ab. Oh, ein Faden. Ja, da muss man nochmal gucken. Genau, und da sind halt zwei solche Pferdeklettis drauf. Der Rucksack ist jetzt schön gemacht, hier hinten, hier mit einem Gummizug, dass man den an der Brust befestigt, Brustgurt festmachen kann. Und auch einen Hüftgurt. Somit sitzt der Rucksack sehr gut. Er hat auch zwei Flaschentaschen. Da passt auch eine Flasche gut rein. Wir haben es gleich getestet. Also die passt super rein und fällt auch nicht raus. Ist da auch gut straff drin. Lucy bekommt es auch alleine hin. Dann hat dieser Rucksack halt eine ganz normale Öffnung mit so einer Schnalle. Und hat hier vorne noch eine kleine Netztasche drin mit Reißverschluss. Aber ansonsten ist der einfach ganz normal. Der Rücken ist hier verstärkt. Und hier kommt dann quasi die Federmappe rein. Essen, Trinken und die Sachen, die sie für die Schule braucht, wo sie zu Hause mal noch lernen muss. Und der Rest bleibt, wie gesagt, bei unserer Schule in der Schule. Im Moment bin ich sehr zufrieden und begeistert. Ursprünglich wollten wir halt diese Farbe haben. Also dieses Motiv. Und mit den Pferden. Aber als wir jetzt bei einer Ranzenmesse waren, hat sich meine Tochter für eine andere Farbe entschieden, wollte aber gerne die Pferde trotzdem haben und das zeige ich euch gleich. Und deswegen haben wir aber dann doch den Rucksack genommen, weil erstens gab es den für das andere Muster nicht, also dort bei dieser Messe. Und zweitens musste ich dann wegen den Pferden mir weiter keine Gedanken machen, dann passt das vom Pferden her wenigstens schon mal zusammen. Dann haben wir als nächstes halt diese Trinkflasche, die ich euch gerade gezeigt hatte. Die ist von Systema Trinkflaschen. Schön ist hier, dass es hier oben halt ein Verschluss ist zum Trinken und dass es aber zum Saubermachen und zum Einfüllen einen großen Verschluss hat. Also das finde ich sehr gut. Ich hoffe, die läuft nicht aus. Ich habe sie ja natürlich noch nicht getestet, aber die gab es jetzt dort mit und ich habe jetzt alles gleich mit einmal gekauft. Die kam 8,99 €. Für den Rucksack als auch für den Ranzen habe ich noch einen Regenschutz geholt, je nachdem, für was ihr ihn dann braucht. Das ist eine Regen- und Sicherheitsschutzhülle für 12,99 € von Step by Step. Und die von Ergobag, da steht auch nur quer Ergobag drauf, mehr ist da nicht. Und die hatten hier, wie ihr seht, so schöne Motive drauf. Und das hatte der Lucy gefallen, auch in der Farbe. Und was ich halt auch schön fand, dass es dann hier gleich wieder eine Tasche ist, in der es verpackt ist. Und das hat die Lucy auch vorhin probiert und auch hinbekommen. Und das fand ich eigentlich sehr gut. Ist das schnell wieder drin und kann in den Rucksack rein oder halt hier auch noch mit einem Fähnchen irgendwo angehängt werden. Und da ist das super verstaut. Dann kommen wir jetzt natürlich zu dem Schulranzen. Also sie wollte gern dieses Muster haben. Ich kann jetzt leider gerade gar nicht sagen, wie sich das nennt. Ich blende es euch ein. Allerdings halt mit Pferden. Weil ursprünglich ist bei diesem Muster sind diese Ballerinas dabei. Das wollte sie aber nicht. Sie wollte gern Pferde haben. Also habe ich so ein Kletti-Set dazu gekauft mit diesen Pferdemotiven. Kam nochmal 15 Euro. Wir haben allerdings den Ranzen im Angebot für 178 Euro bekommen. Von daher habe ich gesagt, gut, dann können wir die Klettis auch noch dazu machen. Bei dem Preis ist es dann schon noch okay, das dann noch zusätzlich auszugeben, weil ansonsten ist es halt teuer, ne? Also ich finde halt für einen Schulranzen mit allem drum und dran so 250 Euro und dann noch dazu, es ist halt schon fett. Hier ist vorne ein Fach für die Brotdose oder hier auch für die Flasche. Auch hier passt die Flasche gut rein und würde dann so drinne stehen. Also das geht optimal.
ansonsten kann man das dann halt auch weglassen und hier irgendwas reintun. Die Federmappe oder halt die Brotdose. In unserem Fall weiß ich noch gar nicht, was da reinkommt, weil, wie gesagt, der Ranzen bleibt ja in der Schule. Dann hat man hier die Möglichkeit, an diese Reißverschlüsse und auch an den Seiten solche Sichtschutzdinger dran zu machen. Die kosten nochmal extra. Die sehen dann so aus, da gibt es dann in verschiedenen Farben und die kann man dann drüber machen. Ihr seht auch nochmal den Regenschutz, den es da gibt. Das haben wir jetzt nicht dazu genommen, weil sie ja damit auch nicht rumläuft, weil der Schulweg halt nicht zu Fuß erreichbar ist. Und dann haben wir hier oben diesen Verschluss. Der geht so zu schieben, bekommt sie optimal hin. Und dann hier wieder so ein Bewusst zum Ziehen. Und dann hat man hier diesen Rucksack. Genau, hier hinten hat man nochmal eine Abtrennung, wo man was reintun kann. Hier hat man dann ein Teil, das kann man sogar mit Klett abmachen, kann man aber auch drinnen lassen. Dazu passend gibt es hier diese Plastehülle. Es ist eine etwas stabilere Plaste, aber ist, denke ich, auch nicht unkaputtbar. Die kann dann quasi hier rein und dann können da die ganzen Hefte rein und dann kann man sich da super raussuchen, was man halt braucht. Also das finde ich sehr optimal und schlau gelöst. Und davor, ich weiß nicht, ob man sehen kann, hat man noch auch mehr als genug Platz, dass hier noch... Oh. Entschuldigung, dass hier noch einiges verstaut werden kann. Hier. Genau, so zieht man den dann auch wieder zu. Zusätzlich dabei ist dann noch, ehe ich jetzt euch den Rest zu dem Ranzen zeige, ist noch so ein Mäppchen, so ein Schrammschmäppchen, wo man hier oben ein Fach hat, wo man was reintun kann. Hier halt für Stifte. Und hier für größere Sachen und hier unten ein Schrammfach. Also entweder nimmt sie später für ihre Schulstifte und die Sachen oder halt eher für Bastelzeug, Schere, Leim oder sowas. Muss man halt sehen, was die Schule da jetzt erwartet an Mäppchen, was man da nimmt. Dabei ist dann auch noch eine Federmappe. Die ist auch schon gefüllt. Da hat man hier dann den Stundenplan, wie man das klassisch kennt. Wir haben hier dicke Stifte, wir haben dünne Buntstifte in verschiedenen Farben, Lineal, Bleistift, Radiergummi, Spitzer in zwei verschiedenen Größen, ein Radiergummi und dann hier noch ein Fachfächchen. Ich denke mal für Geld, wenn man da mal welches braucht. Weiß ich jetzt auch nicht so genau, was da jetzt rein soll. Aber ansonsten finde ich die Federmappe sehr schön. Auch schön, dass es schon gefüllt ist und noch ein Fach frei hat für einen Füller. Jetzt zeige ich euch erst noch mal mehr zu dem Rucksack, zu dem Ranzen. Hier oben hat man dann auch noch mal ein Fach, wo dann auch der Schlüssel angebracht werden kann. Ist bei uns zwar jetzt auch nicht so relevant, aber ist ja gut, dass es da ist. Name kann reingeschrieben werden. Ja, und dann wird der Ranzen so auch wieder verschlossen. Und tut mit Magnet so einrasten. Also so ist er fest zu. Geht eigentlich ganz gut. Hinten ist der Ranzen auch sehr schlau gemacht, weil er ist höhenverstellbar. Das kann man hier sehen, indem man das hier rauszieht. So, und an den Seiten rauszieht. Und dann sieht man hier die jeweilige Größe des Kindes. Kann dann das hier als Klett lösen, also das ist mit Klett auch sehr fest dran, löst das und kann das dann hoch und runter schieben. Und so passt sich der Ranzen optimal dem Kind an, bis zu einer Größe. Es geht auch schwer ab, was ja gut ist. So schiebt sich es hoch und runter bis zu einer Größe von 1,50 Meter. Genau. Wir sind jetzt in etwa hier. Genau, und dann kann man das hier festmachen, auch den Bauchgurt. Kann man lösen, wenn man den nicht dran haben will. Den kann man abmachen. Also den braucht man dann einfach hier rausziehen und dann ist er ab. Meine ich. Was ich auch gut finde, weil gerade wenn man wirklich den nicht mehr will, kann man halt auch abbauen. Ja, und dann wird das einfach wieder dran geklettet. Oben reingeschoben. Das Seiden reingeschoben. Und dann hat das Kind hier einen Belüftungsschlitz, dass es nicht schwitzt. Und hier eine schöne, gute, stabile Polsterung für den Rücken. Hier oben kann man genauso die Träger einstellen, dass die Träger halt weiter unten sind. Oder dann halt straff gezogen werden und richtig anliegen. Hier oben ist auch noch ein Fach. Hier könnte man jetzt zum Beispiel den Regenschutz reintun. Aber der ist bei uns dann jetzt im Rucksack.
Kann man vielleicht auch was anderes reintun. Hier ist auch noch eine Schnalle. Wo ich jetzt gar nicht weiß, für was die ist. Gute Frage. Das kann ich gar nicht beantworten. Steht gar nicht da. Keine Ahnung, für was die Schnalle ist. Also weiß ich nicht, für was die Schnalle ist. Weiß nicht, ob der Regenschutz da vielleicht so eine Schnalle hat, die da dran passt. Ja, wie auch immer. Weiß ich jetzt nicht, für was das ist. Fakt ist, so wird halt der Rucksack aufgesetzt. Hat dann hier einen Brustgurt. Hat dann hier unten einen Bauchgurt. Finde ich eigentlich super. So, und jetzt gibt es halt einen super Trick. Und zwar gibt es halt diesen Rucksack noch dazu. Das ist jetzt für unseren Sinne der Sportrucksack. Da hat man hier dann noch was zum Verstellen, wo ich mir noch nicht so sicher bin, was das ist. hat dann hier eine Tasche für die Flaschen. Also wenn jemand weiß, was das ist, was ich jetzt nicht weiß, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ja, dann hat man hier eine große Tasche, wo die Anziehsachen rein können. Und ja, Wechselsachen halt oder sowas. Hier, das ist kein Fach, meine ich. Oder doch? Schauen wir mal. Genau, das ist so der Rucksack. Und hier an der Seite, das finde ich sehr toll, ist so ein rausnehmbarer, so ein abwaschbarer Stoff. Da können halt die Turnschuhe rein. Das finde ich halt gerade im Sommer toll, wenn sie draußen Sport machen, dass man hier so einen abwaschbaren Stoff hat und hier die Turnschuhe rein tun kann. Finde ich sehr gut durchdacht, diese Sporttasche. Und zumal es halt nicht so eine Umhängetasche ist und sie sich ganz normal als Rucksack umhängen kann. Als Rucksack wird es ja ganz normal mit diesen Trägern funktionieren, die man dann hier reinhängt. Ne? Also ganz normaler Rucksack, einfach aufgesetzt und los geht's. Und bei dem Rucksack ist es jetzt halt so, dass man den jetzt hier eben diese Schnallen lösen kann. Und dann kann man, wenn das Kind an dem Tag Sport hat und in die Schule geht, das hier super oben dran binden mit dieser Schnalle an diesem Tragegriff. Ja. Kann das halt auseinanderbauen, stopft die Träger hier in den Rucksack hinten rein und hat hier noch Schnallen, schneidet es ein und auch auf der anderen Seite und schneidet das ein. Und schon hat man den Ranzen und den Rucksack an einem verbunden, was mit einem getragen werden kann. Und in der Schule kann man es dann auseinandernehmen. Finde ich optimal gelöst, passt super zusammen. Finde ich eine tolle Idee. Ansonsten kann man das dann halt auch wieder hier lösen. Ganz einfach. Hat dann hier auch noch ein kleines Fach. Das Fach ist halt für nichts weiter bestimmt, als dass man dann diesen Bibbus hier wieder reinschieben kann oder getrennt voneinander. Damit er dann halt nicht am Rücken rumbaumelt und stört. Dafür ist dieses Fach halt gedacht und für nichts anderes. Und somit ist es ein ganz toller Sportrucksack, wie ich finde. Ansonsten stelle ich hier gerade noch fest, hier ist auch noch eine Tasche. Ach, wie schön. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Hier ist auch noch eine Tasche. Da kann man Taschentücher reintun oder Geldbörse oder sowas. Hat man das, auf der Seite hat man das auch. Das finde ich sehr gut. Da kann man wirklich noch mal was Kleines, Schmales reintun. Also die Tasche ist auch so groß, wie hier dieses Feld ist. Finde ich gut, dass hier noch ein verstecktes reißisches Fach ist. Das war halt, wie gesagt, in diesem Set für 178 Euro. Dazu haben wir dann noch geholt das Portemonnaie. Das ist jetzt allerdings in der Farbe von ihrem Rucksack. Das ist einfach nur, ja, hier kann halt das Kleingeld rein. Dann hier hat man ein Fach, da ist jetzt der Bibbus-Strick drin zum Drummachen. Hier könnte was rein. Hier kann was in Klarsichtfolie rein und hier hätte man noch einen Schlüsselanhänger für einen Schlüssel. Also ansonsten, wenn man dann halt dieses Band nicht braucht, kann man das Band optimal hier reinstecken. Überall kann man auch feine Namen reinschreiben, das finde ich auch sehr schön, dass man sich da nicht erst was einfallen lassen muss. Also ich habe es in dem Fall in dieser Farbe hier jetzt genommen, weil ja der Rucksack, den sie hauptsächlich nimmt und auch für Ausflüge nehmen würde, das dann halt farblich zusammenpasst. Und hier vorne in diese Tasche passt das Portemonnaie auch optimal rein. Passt perfekt dazu. Und dann passt die Flasche halt an die Seite. Und das Regencape rein. Und dann ist alles super verstaut. Also summa summarum, für alles, was ihr jetzt gesehen habt, habe ich bezahlt
269,95 €. Ob wir damit nun zufrieden sind, kann ich euch wahrscheinlich erst nach der Schuleinführung sagen, ne? Also anders kann ich es jetzt leider nicht machen. Ich sage euch, wir haben jetzt das geholt, weil wir es jetzt in dem Moment für das Beste gehalten hatten. Und wie gesagt, diese Klettis dazu genommen, damit der Farbwunsch realisiert wird und der Wunsch mit den Symbolen oder mit den Pferdebildern. Aber somit bin ich da ganz zufrieden. Es ist auch nicht schlimm, dass der Rucksack eine andere Farbe hat. Das stört mich jetzt weniger und Lucy auch nicht. Von daher sind wir damit sehr zufrieden. Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich euch da leider noch nichts weiter dazu sagen. Ob irgendwas gut, schlecht oder ja, wie sich es im Alltag machen wird, da sinnvoll ist, kann ich euch leider auch noch nicht sagen. Wenn ihr dazu noch ein Video wollt, schreibt es bitte in die Kommentare, dann mache ich euch das gerne fertig, sobald meine Tochter dann ein paar Monate in der Schule war. Und ich lasse euch dann nochmal ein Video mit dem Resümee da, ob wir so zufrieden sind, wie das jetzt hier läuft, wie wir es gemacht haben, wie es dann damit läuft. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniert ihr gerne kostenlos den Kanal. Hier kriegt ihr noch andere Videos vorgeschlagen und aktiviert auch gerne die kleine Glocke. Ist kostenlos und da kriegt ihr eine Meldung, wenn das nächste Video online geht. Freue ich mich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann postet mir gerne einen Bleistift unten in die Kommentare. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!